Mein Name ist Janina. Ich komme aus Hamburg tatsächlich, bin 28 Jahre alt. Ich mache so ein bisschen was mit Medien, so wie die meisten meiner Generation. Ich bin Webentwicklerin, Grafikdesignerin und in meiner Freizeit streame ich gerne und spiele viele, viele Spiele. Ich larpe und bin ein sehr sozialer Mensch in vielen Dingen. Ich habe tatsächlich vor, ich glaube, 5 Jahren angefangen zu streamen, habe einfach dann die Spiele, die ich gerne spiele, gespielt im Internet und das hat sich recht weit so fortgetragen. Ich habe dann nicht nur Spiele, also Videospiele gespielt, sondern ich spiele auch viel und gerne Brettspiele, Pen and Paper, LARP. Da gibt es ganz viele Facetten, die mich da sehr interessieren. Seit neuestem habe ich auch mal ins Tabletop reingeguckt. Das heißt, in dieser Spielewelt fühle ich mich ziemlich zu Hause und verbringe da gerne meine Freizeit. Also das Play Festival ist, so wie ich es jetzt miterlebt habe, tatsächlich ein ziemlich kreatives Festival. Es gefällt mir, wie viele Menschen hier gemeinsam, also wie die Zielgruppen hier aufeinandertreffen. Es gab einige in meinem Alter, die hier durch die Gegend ziehen, dann viele Jugendliche, und die gemeinsam kreativ spielen und sich aus meinem Begriff ziemlich wichtige Talks auch anhören, rund um Spiele und um Spiele-Community. Und das ist immer etwas, das sich gut erzählen lässt und was auch einen guten Eindruck gibt, glaube ich. Die Spielewelt, so wie ich sie mir für die Zukunft wünsche, ist die, über die ich auch in meinem Talk gesprochen habe, und zwar diverser, als es jetzt schon ist. Ich würde mich freuen, wenn sie mehr Charaktere unserer Gesellschaft auch in Facetten einschließt, mehr Spiele rauskommen, die uns auch und unsere Gesellschaft auch hinterfragen, wo man sich auch danach mal hinsetzt und sagt, okay, was habe ich gerade gesehen, was habe ich gespielt? Etwas, das uns nicht nur Spaß macht in dem einen Tunnel, in dem wir uns Spaß vorstellen, sondern auch andere Möglichkeiten aufzeigt und dann vielfältiger wird, viel, vielfältiger für die Zukunft.